Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du relativ schnell und einfach in Adobe Premiere die Geschwindigkeit anpassen kannst. Ich zeige dir, wie du und eine Speedramp umsetzen kannst. Nach diesem Tutorial kannst du auf verschiedene Wege die Geschwindigkeit deiner Videos anpassen. Okay, let's go. Ich habe mein Projekt bereits geöffnet und habe mir mein Footage und meinen Audio-Ordner in meinen Projektordner gezogen. Ich klappe die mal auf und wir sehen, hier liegen zwei Videofiles und ein Audio-File drin. Diese Videofiles haben die Besonderheit, dass sie mit einer relativ hohen Framerate aufgezeichnet wurden. Sie wurden also nicht mit 25 Frames per Second aufgenommen, was in Deutschland Standard ist, sondern mit 100 Frames die Sekunde. Das heißt, wir haben die vierfache Framerate von der eigentlichen Ursprungsframerate. Das bedeutet, ich kann eine vierfache Zeitlupe von diesem Material machen, ohne dass das Material anfängt zu ruckeln. Wenn ich nun hier unten eine neue Sequenz anlege, dann gehe ich hier auf HD 1080p und wähle mir hier die Sequenz mit 25 Frames die Sekunde aus. Das ist auch so die Standardeinstellung, die man für alle seine Online-Videos nutzen kann. Gebe hier meinen Namen ein. Ich nenne das jetzt einfach mal Slow Motion. Nun ziehe ich mir mein Video hier unten in meine Sequenz rein, zoome ein bisschen rein und kann mir das jetzt hier angucken. Er wird das jetzt in der normalen Geschwindigkeit abspielen. Wenn ich dieses Video nun in Zeitlupe abspielen möchte, dann ist der einfachste Weg ein rechter Mausklick auf unseren Clip und wir sagen dann hier Geschwindigkeit Dauer. Wenn ich da drauf gehe, dann öffnet er mir hier dieses Clip-Geschwindigkeitsdauerfenster und dort kann ich nun die Geschwindigkeit anpassen. Wenn ich eine einfache Zeitlupe realisieren möchte, lasse ich das Video halb so schnell abspielen. Also gebe ich hier bei Geschwindigkeit 50% ein. Ich gehe auf OK. Wir werden jetzt sehen, das Video wird doppelt so lang, weil wir jetzt eine einfache Zeitlupe realisiert haben. Und wir sehen, er spielt dieses Video jetzt hier in Zeitlupe. Es ist immer noch ruckelfrei, weil wir genügend Frames zur Verfügung haben. Ich könnte dieses Video jetzt auch auf 25% stellen und auch dann geht dieser Clip länger. Und unsere Zeitlupe läuft trotzdem noch ruckelfrei ab, weil wir genügend Bilder zur Verfügung haben, um diese Zeitlupe zu realisieren. Unter Geschwindigkeit können wir das natürlich auch in die andere Richtung machen. Wir können auch sagen, wir möchten es doppelt so schnell abspielen, dann wird es ganz kurz. Und er spielt unser Video jetzt hier in doppelter Geschwindigkeit ab. Oder wir haben hier auch die Möglichkeit, unser Video rückwärts laufen zu lassen. Ich gebe hier wieder 100 ein und gehe hier auf den Punkt Geschwindigkeit umkehren. Und wenn ich jetzt OK drücke, dann macht er das erstmal wieder länger, aber spielt es jetzt rückwärts ab. Ich zeige euch jetzt eine weitere Möglichkeit, wie ihr hier unten im Schnittfenster relativ einfach euer Video langsamer abspielen lassen könnt. Dafür ziehe ich hier meine Videospur, wo das Video liegt, auf. Wir sehen, hier erscheint dieser weiße Streifen, den wir erkennen. Ich gehe mit dem rechten Mausklick auf das FX-Badge. Falls euch das FX-Badge nicht angezeigt wird, müsstet ihr hier einmal auf die Zange klicken und einmal FX-Badges anzeigen anwählen. Dann zeigt er euch hier dieses FX-Badge an. Ich klicke jetzt hier oben rein und gehe hier auf Zeit, Neuzuordnung, Geschwindigkeit. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine Linie, die jetzt in der Mitte des Videos liegt. Und wenn ich diese Linie nach unten ziehe, dann kann ich hier auch sagen, er soll das mit 50% abspielen. Ich zoome mal raus, damit wir das sehen und kann hier so auch eine Zeitlupe relativ schnell umsetzen. Jetzt können wir auch ab einer bestimmten Stelle sagen, dass das Video langsamer laufen soll. Das nennt sich dann Speed Ramp und eine Speed Ramp bauen wir, indem wir uns das Pen Tool auswählen. Hier möchte ich, dass das Video langsamer läuft. Ich klicke hier mit dem Pen Tool einmal auf meine weiße Linie, nehme das Auswahlwerkzeug und ziehe das jetzt hier auf 50%. Jetzt sehen wir schon, hier ist so eine Stufe entstanden. Und wenn ich jetzt hier oben draufklicke, dann sehen wir hier diesen blauen Anfasser und den kann ich jetzt hier einfach aufziehen. Und wir sehen, es erscheint hier eine Art Rampe. Die kann ich hier über diese zwei Anfasser auch noch ein bisschen smoother gestalten. Und jetzt läuft das Video erst schnell und geht dann hier bei der Schraube in die Zeitlupe rein. Wir sehen das, jetzt haben wir die Zeitlupe. Und diese Zeitlupe kann ich natürlich auch noch
übertreiben, weil ich habe 100 Frames. Das heißt, ich kann das Video auf 25% stellen, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe. Ich spiele das ab und hier gehen wir jetzt in diese super Slow-Mo. Und das Video läuft jetzt hier in Slow Motion. Wir können das natürlich auch wieder schnell laufen lassen, indem wir hier wieder unser Pen-Tool auswählen. Einmal hier reinklicken und die Hinterlinie wieder auf 100% ziehen. Und hier können wir dann auch so eine Rampe bauen. So, und jetzt wird das Video hier hinten wieder schneller. Dieser Effekt wird häufig bei Werbefilmen für Autos genutzt, wenn man da zum Beispiel ein Auto langsam um die Ecke fahren sieht und dann wird es schneller oder andersrum, dann kann dieser Effekt relativ eindrucksvoll sein. Eine weitere Möglichkeit, eine Zeitlupe zu realisieren, ist es, dafür ein Werkzeug zu nutzen. Ich ziehe jetzt mal hier einfach zweimal das gleiche Video rein. Und wir haben hier zwischen jetzt eine relativ große Lücke. Ich möchte dieses C-Video jetzt da in der Mitte einfügen. Ich packe das da rein und sehe, okay, ich möchte das vielleicht so lang haben, dass das hier passend mit dem anderen Clip abschließt. Und dafür gibt es die Möglichkeit, das Geschwindigkeitsändern-Werkzeug zu nutzen. Das finden wir in unserer Werkzeugleiste unter Schnittkante verschieben. Wenn wir da mit dem linken gedrückten Mausklick draufgehen, dann öffnet sich hier dieser Reiter und hier finden wir unter dem Rollentool das Geschwindigkeitsändern-Tool. Wir können das auswählen. Und wenn ich jetzt hier auf die Schnittkante gehe, kann ich mir mein Video länger ziehen und habe das jetzt hier eingepasst und er ändert halt eben die Geschwindigkeit, damit dieses Video hier reinpasst. Wenn wir kontrollieren möchten, auf was er die Geschwindigkeit geändert hat, können wir unser Auswahlwerkzeug nehmen, rechten Mausklick drauf machen, auf Geschwindigkeit Dauer gehen und wir sehen, er hat das jetzt auf 39,51% reduziert. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich lösche hier das C-Video nochmal raus und ziehe die hier enger zusammen und ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte das D jetzt wieder hier drüber packen. Ich wähle mein Geschwindigkeit ändern Werkzeug aus, kann das hier zuziehen und wenn ich loslasse, spielt jetzt deutlich schneller ab und passt mir das in diese Lücke ein. Das ist allerdings der unsauberste Weg, mit Zeitlupen zu arbeiten. Im Idealfall achten wir darauf, dass wir nur Zeitlupen realisieren bei Material, was eine höhere Framerate als unsere Sequenz hat. Auf diese Weise können wir saubere Zeitlupen umsetzen und garantieren.